Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem Video. Heute ist der 22.10.2020. Ich fange jetzt morgens immer an mit meiner Mutter, meine Füße etwas zu bewegen, um mein Kreuz zu entlasten. So physioartig, aber nur mit ein paar Bewegungen. Und das tut recht gut. Zumindest wenn ich schmerzgeplagt bin. Und heute habe ich länger geschlafen. Bis um 10 nach 10. Und war trotzdem zu Mittag noch sehr müde, weil ich gestern Nacht zuerst eingeschlafen bin und dann von Mitternacht bis um 1 wieder nicht geschlafen habe. Oder bis nach 1, weil ich erst dann das Schlafmedikament genommen habe und weil ich ziemliche Schmerzen hatte. Ich habe das Schlafmedikament dann nachgenommen. Und dann relativ schlecht und lange nicht eingeschlafen. Und ja, die Rückenschmerzen tun immer noch das Ihrige dazu. Und ja, ist eben nicht so toll. Sonja war jetzt da von 1 bis um 18:30 Uhr. Es ist gerade 19 Uhr. Und am Anfang habe ich fast geschlafen. Und war kaum wach zu kriegen. Aber dann im Laufe des Tages wurde ich immer wacher und wir haben uns zergoogelt und über alles Mögliche gesprochen. Und es war richtig schön. So schön war es schon länger nicht mehr. Ich meine, es ist immer schön mit den beiden Mädels. Aber so froh und lustig und ungehalten war das Ganze schon länger nicht mehr, weil meine Müdigkeit doch sehr bremst. Und heute war es wieder mal so richtig schön. Und deswegen ist sie gleich länger geblieben. Ich habe mich jetzt entschieden, gleich ins Bett zu gehen, weil ich doch sehr müde bin. Und morgen kommt Corinna, ich hoffe, da wird's genauso schön. Und ich denke schon, wann kann ich auch wieder länger schlafen? Mal sehen, wie lange. Ich habe mir jetzt keinen Termin mit Kerstin ausgemacht für diese Woche und auch nicht mit Christoph, weil ich zu Christoph sowieso momentan nicht fahren kann. Habe ich ja schon erzählt, warum, und Kerstin wollte ich jetzt nicht nochmal nerven. Ich werde mir jetzt noch ein paar Tage Zeit lassen und Kerstin dann kontaktieren und mal gucken, wie ich jetzt morgen, wie lange ich morgen meine Mutter schlafen lässt und wie müde ich morgen bin, weil wenn ich aufstehe, trinke ich meinen Kaffee oder Kakao und schlafe dann auch noch mal eine Stunde oder so, bis zum Mittagessen im Rollstuhl. Und da wäre halt so ein Gespräch nicht so gut. Aber naja. Das tut dem nichts so.
dem nicht Abbruch, dass ich beide vermisse und dass mir die Gespräche sehr abgehen. Es geht mir psychisch mittelmäßig. Irgendwie fängt so die Winterdepression an langsam, weil es so früh dunkel wird und auch schon so kalt ist. Und ich hätte echt gerne noch mal 20 Grad, aber das wird nicht mehr spielen bis Weihnachten. Und irgendwie finde ich schade, aber ich freue mich auch auf Weihnachten. Und naja, dieses leichte Wintertief habe ich hier jedes Jahr. Und dafür habe ich auch die Tageslichtlampe, die habe ich in den letzten Tagen sehr wenig verwendet. Aber das werde ich jetzt wieder regelmäßiger machen. Weil ich einfach merke, dass mir diese Dunkelheit jetzt nicht aufs Gemüt schlägt. Und zu dieser Müdigkeit und zu den Schmerzen hilft einfach Sonnenlicht total viel, zu positiver Stimmung zu kommen. Und ja, das Luminal hilft so mittelmäßig. Mal macht's mich sehr müde, mal kann ich drauf stundenlang nicht einschlafen. Jetzt den zweiten Tag. Aber noch kann ich nichts Genaueres darüber sagen. Es ist auch zum Überlegen, ob ich ein ganzes Luminal nehme. Aber ohne psychotherapeutische oder psychiatrische Abklärung möchte ich das ganz ehrlich nicht machen. Und wenn es wieder anfängt, dass ich gar nicht schlafe, kann man das auch immer machen. Und anrufen und besprechen. Und ja, 10 meiner Bücher sind abhanden gekommen in der Post, was mich total ärgert. Ich hatte die einen MoMA-Kolumnisten geschickt nach Linz. Leider hat mein Vater den Postzettel verschmissen. Da haben wir keinen Nachweis, dass wir die Bücher weggeschickt haben. Und je nachdem, wie das jetzt ausgeht, mit ob er die Bücher noch findet in seiner Uni oder so, muss ich 10 Bücher nachschicken. Und ja, also ärgert mich wahnsinnig. Von der Caritas, die wollen auch 18 Bücher. Und die habe ich jetzt nachbestellt. Und ja. Mal sehen. Sonst gibt's nicht viel Neues. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ciao, macht's gut. Eure Ines.